Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play The Raven. Wir haben beim letzten Mal Kapitel 1 abgeschlossen und das war wirklich länger, als ich gedacht hätte. Ich war da sehr positiv überrascht. Ich hatte ja irgendwann zwischendrin schon mal, ich glaube, als wir niedergeschlagen wurden, bevor das Schiff abgesetzt hat, gedacht, dass es zu Ende wäre. Aber das ging ja noch ein ganzes Stück weiter. Also das war wirklich nicht schlecht. Ich bin gespannt, ob Kapitel 2 und 3 dann ebenso mithalten von der Länge her. Und wir haben uns beim letzten Mal ja mit Wachtmeister Zeller in eine prekäre Lage gebracht, was da so die Gefangennahme durch Dr. Gebhardt anging. Also eigentlich sind wir so gut wie tot. Ich bin gespannt, wie er sich da irgendwie wieder rauswinden kann. Und da würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los. Ich muss dazu sagen, wir sehen ja schon, wie es aussieht. Ich habe den Anfang jetzt schon mal erlebt, weil mir die Aufnahme abgeschmiert ist. Also es ist jetzt schon das zweite Mal für mich, jetzt zumindest am Anfang. Warum konnten Sie es nicht sein lassen? Warum machen Sie mich los? Warum tun Sie mir das an? Sie und die Baronin! Dr. Gebhardt, ich weiß nicht. War Ihnen nicht klar, wozu Sie mich damit zwingen? Sie müssen nicht. Es ist gleich vorbei. Sie werden nichts spüren. Tut mir leid, dass Sie das mit ansehen müssen. Ich hätte mehr Chloroform nehmen sollen. Okay, jetzt sind wir dran. Wir müssen es erstmal irgendwie schaffen, Dr. Gebhardt abzulenken. An der Stelle muss ich dazu sagen, es ist ein bisschen seltsam, denn wir können uns hier schon ein bisschen erwehren. Wir können hier zum Beispiel, also wir haben hier diese Schale auf dem Tisch, auf der einerseits die Chloroformflasche liegt und andererseits sehen wir hier noch etwas. Da müssen wir rankommen. Wenn wir das so versuchen, klappt das nicht. Das Problem ist nämlich, hier unten sind die Fußstützen im Weg. Die können wir zum Glück hochklappen. Und dann kommen wir hier auch hin. Allerdings dreht sich dann Dr. Gebhardt sofort um und hat seine Giftspritze oder was auch immer er da hat bereit. Wir müssen aus irgendeinem Grund ihn erst ablenken und dann ist das nicht so. Also irgendwie ist es ein bisschen seltsam, weil wir ihm damit eigentlich noch mehr Zeit geben, das Ganze durchzuführen. Aber gut, das Spiel will es so. Also lenken wir Dr. Gebhardt erstmal ab, bevor wir uns hier drum kümmern, irgendwie uns zu wehren. Denn hier an den Gurten können wir erstmal so nichts machen. Muss ihn ablenken. Okay, legen wir los. Chloroform? Ich hatte es in meiner Tasche. Für alle Fälle. Sie sollten das hier nicht mitbekommen. Ich bin kein Unmensch, wissen Sie? Ich habe nichts gegen Sie. Überhaupt nichts. Aber was soll ich sonst tun? Sie zwingen mich dazu. Es ist Ihre Schuld, nur Ihre. Ja, was man für alle Fälle immer so in der Hosentasche einstecken hat, ein bisschen Chloroform, ne? Habe ich auch immer. Man weiß ja nie, wo man es mal gebrauchen kann. Warum? 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 Warum hat die Baronin herumgeschnüffelt? Warum haben Sie herumgeschnüffelt? Und diese Handschuhe da, wollen mir Beweise unterschieben, was? Ich habe keine Spuren hinterlassen. Und trotzdem konnten Sie mich einfach nicht in Ruhe lassen, oder? In ihrer Vorgeschichte. Ich überlege noch, ob ich sie über Bord werfen soll. Keine Spuren hinterlassen. Keine Spuren. Aber was, wenn ich beobachtet werde?
Plan war perfekt. Und dann haben Sie alles kaputt gemacht. Mir fällt gerade auf, wo ist eigentlich die Baronin hin? Die lag doch hier immer die ganze Zeit. Wo hat er die denn hingebracht? Gut, wir haben jetzt noch das als Auswahlmöglichkeit, hier mit Dr. Gebhardt zu reden. Allerdings gibt's nichts mehr mit ihm zu bereden. Weiter. Da sagt er nur das und das war's dann auch. Das heißt, an der Stelle haben wir ihn dann genug abgelenkt und jetzt können wir hier heran. Chloroform. Erstmal können wir uns die Flasche ja anschauen. Noch halb betäubt. An die kommen wir aber, solange wir noch gefesselt sind, nicht ran, genau. Und deshalb bewegen wir uns erstmal zur Schale vor. Jetzt haben wir ja zumindest die Füße frei. Eine Schere. Und die Schere, so seltsam es klingt, die reicht, um diese Lederbänder durchzuschneiden. Was ich ein bisschen merkwürdig finde. Vor allen Dingen schaut sie euch mal an, das ist ja doch keine vernünftige Schere, sondern bloß so eine ganz seltsame. Aber gut, schneiden wir die Gurte durch. Vielleicht sind es auch keine Lederbänder, auch möglich. So, jetzt kommen wir an die Chloroformflasche ran, um ihn niederzustrecken. Allerdings stellt sich das als etwas schwieriger heraus, als wir dachten. Nun warten Sie doch, Herr Zellner. Sie verletzen sich noch. Ich wäre dann auch soweit. Mit dieser typischen Doktorenstimme. Okay, wir müssen irgendwas tun und das Einzige, was wir tun können, ist diese Spritze zu nehmen. Nein, bitte. Gleich vorbei. Mitten ins Gesicht. Ich werde... Alles in Ordnung? Und ich frage mich wirklich, wessen Stimme das war. Ist das Constable Oliver? Auf jeden Fall haben wir es wieder rausgeschafft. Irgendwie. Danke. Ein nasses Handtuch wirkt Wunder. Hab ich doch gesagt. Also, was ist nun? Was hatten Sie da unten zu suchen? Inspektor, lassen Sie den Herrn Wachtmeister doch erst einmal wieder zu Atem kommen. Er hätte sich fast umgebracht. Ich? Nein. Das hätte Dr. Gebhardt für mich erledigt. Wo ist er? Gebhardt? Der ist spurlos verschwunden. Wir lassen das ganze Schiff nach ihm durchsuchen. Der Reihe nach. Erzählen Sie, Zellner, was haben Sie herausgefunden? Dr. Gebhardt hat Baronin von Trebitz ermordet. Unmöglich. Haben Sie Beweise? Abgesehen davon, dass er mich umbringen wollte? Aber war der Doktor nicht bei Ihnen, als der Schuss fiel? Ja, der Schuss war eine Ablenkung. Die Sache ist, Dr. Gebhardt war ja bei uns. Das heißt, er kann den Schuss gar nicht abgefeuert haben in dem Moment, um uns abzulenken. Und wir haben ja den Schuss auf dem Band gefunden, was auch ein bisschen merkwürdig ist, weil ein Schuss vom Band niemals so klingt wie ein echter Schuss. Aber der Schuss kam vom Band. Der Schuss, den wir gehört haben, kam vom Tonband. Die Baronin hatte ein Tonbandgerät und gute Lautsprecher in ihrer Kabine. Gut genug, um den Knall deutlich auf dem Oberdeck hörbar zu machen. Vermuten Sie das nur oder haben Sie Beweise? So, ja, wir haben ja das Tonband in der Krankenstation gefunden. In der Krankenstation liegt ein Tonband. Die Spule gehört zu dem Gerät in der Kabine der Baronin, während dort eine Saiblingsspule eingelegt ist, die in die Krankenstation gehört. Hm. Nach einigen Minuten ist auf dem Tonband ein lauter Knall zu hören. Unser Schuss. Woher hatte Gebhardt den Schuss? Er hat ihn im Frachtraum aufgenommen. Sein Tonbandgerät verfügt über ein Mikrofon. Und ich habe ein Projektil aus einer der Kisten im Frachtraum entfernt. Und das stammt aus der Mordwaffe? Ja, ich habe es mit dem anderen Projektil in Ihrer Kabine verglichen. Natürlich haben Sie das. Also schön. Inspektor Legrand! Tun wir mal so, als ob Sie da etwas hätten. Der Schuss, den wir gehört haben, kam also vom Tonband. Wie ging es weiter? Wir liefen alle zur Kabine der Baronin. Sie lag regungslos in einer Blutlache. Dr. Gebhardt drängte sich an ihnen vorbei, damit sie der Baronin nicht zu nahe kommen konnten. Er untersuchte sie und bezeugte ihren Tod. Für uns gab es daher keinen Grund daran zu zweifeln. Der Schuss, das Blut, die Baronin, die wie tot dalag. Dabei war sie nur betäubt.
betäubt durch Chloralhydrat, das der Doktor kurz zuvor in ihr Glas gefüllt hatte. Der Doktor hatte ein Glas in der Hand, als sie hereinkamen. Er wollte den Beweis verschwinden lassen. Stattdessen haben sie mir das Glas gegeben, Kapitän Ticonti, und mich somit unabsichtlich ebenfalls ausgeschaltet. Blödsinn, da war überall Blut. Und tot ist die Baronin definitiv auch, oder? Wer hat sie denn Ihrer Meinung nach wann erschossen, Herr Wachtmeister? Okay, zwei Dinge, bevor ich jetzt darauf eingehe. Einmal, das mit den Tonbandspulen ist mir gar nicht so richtig, mit den Tonbändern ist mir gar nicht so richtig bewusst gewesen. Wir haben ja dieses eine gefunden in der Kabine der Baronin, auf dem nichts drauf war. Und da hat er ja gesagt, dass das von minderer Qualität war, aber dafür langlebiger. Und an Orten benutzt wird, wo es immer wieder überspielt wird. Und das macht natürlich Sinn in der Krankenstation, weil dort ja bei Obduktionen oder was auch immer, ich weiß nicht, ob er die auch so oft durchführt, keine Ahnung, aber dort spricht man das ja dann öfter ein und überspielt es dann wieder. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass diese Spule, die wir dort gefunden haben in der Kabine, dass die eigentlich in die Krankenstation gehört. Aber es macht Sinn, wenn er es jetzt so sagt. Und das Zweite ist, mich wundert es ein wenig, dass Miss Myers hier mitsteht, weil sie vorher immer diese Scheißegal-Haltung hatte. Und jetzt ist sie auf einmal hier mit dabei und hört hier ganz gespannt zu, nur weil er mal wieder umgefallen ist. Also sie konnten ja nicht wissen, dass Dr. Gebhardt jetzt da mit hintersteckt. Offenbar war er ja schon weg, als Herr Zellner dann dort gefunden wurde. Was auch ein bisschen merkwürdig ist, denn wieso hat Dr. Gebhardt ihn dann nicht gleich doch noch umgebracht? Na gut. Schauen wir mal. Also, vergiftet glaube ich nicht, denn das würde ja nicht wirklich standhalten im Nachhinein, wenn dann die Leiche untersucht würde, wenn da kein Einschussloch ist. Und außerdem wurde ja eine Kugel aus ihr rausgeholt, die muss ja auch irgendwo hergekommen sein. Bleibt also in der Krankenstation oder in der Kabine? Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie es sinnvoller ist eigentlich, aber da die Baronin ja nicht alleine vom Dr. Gebhardt dort runtergetragen werden kann, muss ja eigentlich noch bevor sie runtergetragen wurde, der Schuss abgegeben worden sein, damit sie das Einschussloch hat. Deswegen würde ich schon sagen, in der Kabine. Und das Bettzeug war ja auch dann wirklich voller Blut. Ich glaube nicht, dass das auch mit diesem Blutimitat oder was auch immer er da hatte, voll war. Deswegen sage ich mal, in der Kabine. Wie ich schon sagte, es war Dr. Gebhardt. Er hat die schlafende Baronin in ihrer Kabine erschossen. Keine 10 Meter von uns entfernt. Was erzählen Sie da? Der Doktor war eine Zeit lang alleine in der Kabine. Als der Alarm losging, konnte man sein eigenes Wort kaum verstehen. Und ich habe ein Kissen mit Schmauchspuren gefunden. Damit könnte ein Schuss gedämpft worden sein. Stimmt, und das war auch in der Kabine. Und das Blut? Es war kein echtes Blut. Dr. Gebhardt hat irgendeine Flüssigkeit hergestellt, die auf den ersten Blick wie frisches Blut aussah. Doch die Flüssigkeit blieb rot, anstatt an der Luft dunkler und brauner zu werden. Deswegen musste er die Leiche reinigen und das Bettzeug loswerden. Aber das Blut war schon da, als wir zum ersten Mal in die Kabine gegangen sind. Dr. Gebhardt war vor dem Mord in der Kabine der Baronin. Er versteckte unter ihrem Laken einen mit der roten Flüssigkeit gefüllten Operationshandschuh. Die Baronin ließ sich todmüde aufs Bett fallen. Der Handschuh platzte und das Blut verteilte sich im Bett. Ich habe den geplatzten Handschuh in der Krankenstation gefunden. Ach so. Aber warum hat er das gemacht? Was war sein Motiv? Inspektor. Dass der geplatzt war, das habe ich gar nicht gesehen, als wir den gefunden hatten. Aber das klingt schon sinnvoll, auch wenn es ein bisschen abenteuerlich ist, dass die Baronin sich genau dort draufknallt. Na gut, der Doktor wurde von ihr erpresst, weiß ich nicht. Also irgendwie hat sie ja Nachforschungen angestellt. Spekulieren, Auge des Sphinx glaube ich nicht. Ich glaube eher, Doktor wurde von ihr erpresst. Weil sie hat irgendwas über ihn rausgefunden und wahrscheinlich ist sie... Ich kann nur spekulieren, ist zu vage. Also ich glaube, wir sollen ja hier schon Antworten geben. Dr. Gebhardt wurde von der Baronin erpresst. Wie kommen Sie darauf? Ist das nicht immer ein gutes Motiv? Okay. Ohne Beweise ist das nichts wert. Da scheinen wir irgendwas nicht gefunden zu haben beim ersten Mal im Kapitel 1, oder? Kann das sein? Da kann ich leider nur spekulieren. Die Baronin hat den ganzen Tag über in alten Familienfotos gewühlt. In ihrem Tagebuch spricht sie von toten Familienangehörigen. Ich vermute, dass es mit deren Schicksal im Krieg zu tun hat. Die Baronin hat auf ihrem Schreibblock eine Warnung verfasst. An Bord gäbe es einen Mörder.
Ich habe keine Beweise. Aber ich glaube, dass die Baronin Dr. Gebhardt für den Tod ihrer Angehörigen verantwortlich machte und sie den Doktor vor aller Augen damit konfrontieren wollte. Der Doktor konnte das nicht zulassen und brachte sie zum Schweigen. Falsch, falsch, falsch! Haben Sie etwas beizutragen, Constable? Geständnis, Sir! Dr. Gebhardt war der Rabe. Was? Steht alles da drin. Er hat's zugegeben. Schwachsinn. Was steht in dem Brief? Hier steht, erinnerst du dich noch, mein lieber Nico? Die Straßen waren regennass und von der Brauerei wehte der Geruch von heißem Malz zu uns herüber. Ein Hund bellte, bis dein Schuss den Unschuldigen traf. Danach war Stille. Kein Geräusch war zu hören. Nur meine leisen Schritte auf dem nassen Kopfsteinpflaster. Sie haben dich zum Helden gemacht und ich hatte endlich Ruhe. Bis das Kribbeln wieder in mir aufstieg. Einige von uns sind nicht für den Ruhestand gemacht, mein Freund. Ich habe mir schon gedacht, dass man dich wieder auf den Fall ansetzen würde. Und ich habe mich gefreut. Endlich würde sich herausstellen, wer von uns beiden am Ende der Klügere ist. Leider muss ich nun eingestehen, dass du und dein kleiner Schnüffler mich geschlagen haben. Ihr habt mich in die Enge gedrängt, habt mich Fehler machen lassen. Ich gönne dir den Triumph. Doch niemand wird den Raben in einen Käfig sperren. Mein einziger Ausweg ist der Freitod. Lebe wohl, Rabenjäger. R. Inspektor Legrand!